Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, ihr habt lange nichts von mir gehört, aber damit ist jetzt Schluss. Ich versuche zumindest jetzt wieder regelmäßiger Videos zu machen. Ich würde gern versuchen, eine kleine Halloween-Reihe zu machen. Ich weiß, Halloween ist ja noch ein bisschen hin, aber ich mag Halloween und deswegen finde ich, kann man damit nicht früh genug anfangen. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr dazu steht. Heute fangen wir mit dem kleinen Grabstein an, wo RIP bzw. Rest in Peace draufsteht. Was ihr dazu braucht, seht ihr hier eigentlich schon. Verschiedene Fimo-Farben und ein Dotting-Tool. Alles andere zeige ich euch dann gleich nebenbei. Als erstes kneten wir ein bisschen den Grabstein durch. Oder das, was der Grabstein werden soll. Das war von Sculpey so eine Metallic-Farbe. Wenn ich noch mal rausfinde, wie die Farbe heißt, verlinke ich es euch unten in der Infobox. Ich rolle das einfach so ein bisschen aus mit meinem Dotting-Tool. Es gibt ja auch richtige Acrylroller. So einen habe ich auch. Aber ja, für so kleine Sachen reicht das aus. So, genug gerollt. Jetzt versuchen wir, den in so eine kleine Sargform zu schneiden. Möglichst gleichmäßig, versuche ich zumindest. So sieht das doch schon mal aus wie ein Sarg, würde ich mal behaupten. Ich forme das nochmal so ein bisschen nach, um die Ecken ein bisschen geschmeidiger bzw. abzurunden. So, der wird scheinbar ein bisschen kleiner als meine Vorlage, die ich vor einiger Zeit mal gemacht habe. Ich habe jetzt hier so einen zusammengeknüttelten Alufolienball. Damit gehe ich etwas über den Stein rüber, damit er nicht so ganz glatt ist einfach. So, gefällt mir das schon besser. Und dann die Buchstaben gebe ich einfach oder ritze ich quasi mit dem Dotting-Tool ein. Ihr könnt natürlich auch alles mögliche andere nehmen, Stifte, Nadeln. Na gut, bei Nadeln natürlich ein bisschen aufpassen, was ihr halt so da habt. Ich fange einfach mal an. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich muss das mal ganz kurz mir dicht heranziehen, damit ich überhaupt sehe, was ich hier mache. Ne? Also da haben wir schon mal das R. Sich zu konzentrieren und gleichzeitig zu reden ist manchmal ein bisschen schwierig. Also Entschuldigung, wenn ich gerade nichts erzähle. Ja, wird auf jeden Fall etwas kleiner. Also der Anhänger wird kleiner als der Vorlagenanhänger, nenne ich es jetzt mal. Seid ihr eigentlich auch froh, dass es jetzt endlich wieder etwas abgekühlt hat? Ich mag ja sowieso den Herbst viel lieber als den Sommer, muss ich sagen.
Klar, der Sommer ist auch schön, aber wenn das so ganz so heiß wird, über 30 Grad, das mag ich immer nicht so gerne. Und mit den jetzigen Temperaturen macht das Basteln auch wieder mehr Spaß. Dann schmilzt einem nicht alles so weg. So, da haben wir jetzt Rip stehen. Gar nicht so mittig geworden. Naja, auf jeden Fall habe ich ja hier so ein bisschen schwarze Farbe mit reingegeben. Das ist so eine ölfreie Pastellkreide. Ich zeige euch das gerade mal. So sieht das aus. Ich ritze das dann immer mit meinem, was ist es denn hier, so ein Rasiermesser-Dingsbums. Ritze ich das immer an. Jetzt habe ich hier natürlich meinen Pinsel noch nicht vorbereitet. So, sorry. Hier habe ich meinen kleinen Pinsel und dann gehe ich da in die Farbe so ein bisschen rein und gebe das in die Vertiefungen, damit dann das Wort bzw. die Buchstaben besser rauskommen. Und schon kann man das ein bisschen besser lesen, was da steht, finde ich. Ich habe da mal vor ganz langer Zeit so ein Set gekauft mit ganz vielen verschiedenen Pastellkreiden. Ich kann euch das mal rüberhalten. gibt es auch ganz günstig eigentlich. Kann ich euch auch mal verlinken, wenn ich dran denke. Damit kann man dann immer alles Mögliche ganz gut schattieren. Oder auch wenn man Cupcakes macht oder so, dass dann der Teig etwas gebräunter aussieht und solche Sachen. Jetzt muss ich einmal hier kurz den überschüssigen Staub wegpusten. So, ich hoffe, mein Kopf ist nicht im Bildschirm. So, also das haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir ein bisschen Moos. Haben wir ja hier so rundherum, ne? Weil der Grabstein ist natürlich schon ein bisschen verwittert. So, dazu habe ich hier zwei grüne Fimo-Farben zusammengemischt. Und zwar hatte ich hier einmal Jade. Ach ja, Achtung, Werbung und so weiter. Ne? Ihr könntet ja die Sachen haben wollen, was ich hier so zeige. Hätte ich vielleicht gleich mal am Anfang sagen sollen, aber ich schreibe es auch nochmal drunter. Genau, die beiden Farben habe ich auf jeden Fall miteinander vermischt. Und die knete ich jetzt nochmal ein bisschen nach. So, wie man jetzt diese moosmäßige Struktur hinbekommt, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Man rollt das auch noch mal aus und so, dann reißt man sich einfach immer so kleine Stückchen ab. Und dann wird das so krüsselig, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen, von ganz alleine. Und dann kann man das eben, ja, irgendwie ist mir das hier blöd positioniert im Weg, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So. Und dann kann man das eben hier auf den Grabstein dahin, wo man so möchte, ein bisschen befestigen, drauf legen, kleben, wie auch immer. Ihr seht das ja, was ich hier so mache. Hättet ihr auch gar nicht so viel Fimo anmischen müssen wie ich. Davon braucht man eigentlich gar nicht so viel. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen, ne? Alles, was euch so gefällt. Man könnte jetzt vielleicht auch irgendwie ein braunes Fimo nehmen. Dann sieht das so aus wie Erde, als ob da gerade jemand dem Grab entstiegen ist oder so. Oder eben andere Grüntöne. So, dann machen wir hier unten noch ein bisschen was hin.
So. Ich weiß nicht, ob ich schon gefragt habe, aber wenn nicht, was ist denn eure Lieblingsjahreszeit? So. Kann das noch so ein bisschen nach da oben wachsen? Will ich noch ein bisschen was? Machen wir hier noch ein bisschen was hin und dann reicht es auch irgendwann, ist auch mal gut. So würde ich sagen. Aber ihr seht, das sieht jedes Mal immer etwas anders aus. Also wenn man die so nebeneinander legt, ne? Ist halt handgemacht und da ist jedes Stück dann eben ein Unikat. Manche werden mal besser, manche mal weniger gut, sage ich mal. So, dann brauchen wir noch den kleinen Geist. Ich habe das übrigens hier auf ein Stückchen Backpapier gelegt, einfach damit mir das hier an der Glasplatte nicht kleben bleibt. So, hier habe ich jetzt so von Fimo das, Achtung Werbung, Translucent nennt sich das. Also das wird dann nach dem Backen einfach ein bisschen transparenter. Ich finde, das ist dann einfach etwas geistermäßiger. Ich habe da jetzt so ein Stückchen von genommen. Ich muss gleich mal gucken, ob mir die Größe auch so reicht. Auf jeden Fall, ja, das kann man einfach so mit seinen Händen formen, zu so einer Art Tropfenform. Nur, dass die Spitze unten ist. Man könnte natürlich auch die Spitze nach oben machen, je nachdem, wie man es witziger findet. Ne? Dann hat er einen kleinen Zipfel auf dem Kopf oder eben unten eine, ich nenne es mal Schwanzspitze. Zipfel. Genau. Aber ich mache den mal wieder nach unten. Und ich hoffe, dass ihr das alles so sehen könnt. So, so bin ich eigentlich jetzt ganz zufrieden mit der Form und runtergefallen. Gebt den da jetzt einfach mit auf das oder auf den Grabstein. So, dann hat der ja ein kleines Gesicht. So, macht er so da muss ich jetzt gerade selber mal überlegen, welches ich genommen habe. Hier habe ich noch mal so ein Werkzeug. Ist auch wie so ein Dotting-Tool einfach, ne? Aber das ist ein bisschen größer, damit ich etwas größere Augenhöhlen hinbekomme. Weil ich drücke da jetzt erstmal Löcher rein, weil das soll so ein bisschen so aussehen, naja, als ob die Augen so in den Augenhöhlen eingefallen sind, wenn ihr wisst, was ich meine. Man kann die Augen natürlich auch anders machen, aber ich finde das so eigentlich ganz witzig. So, da haben wir schon mal ein Auge. Ich ziehe das nochmal ganz kurz etwas dichter zu mir ran und dann. Sonst sehe ich nicht, was ich da mache. Muss das alles noch ein bisschen üben hier mit dem Kameraaufbau und wo stelle ich was hin und wo halte ich das hin, damit ihr das dann auch seht. Also das ist gar nicht so einfach. Und gut, dass ihr nicht seht, wie es hier drumherum aussieht. Hier liegt so viel Zeugs rum, was ich alles so zum Basteln brauche. Ja, hier ist es gerade ein bisschen schwarz geworden noch von der Pastellkreide, aber das kriege ich nachher vielleicht noch runter. Beziehungsweise vielleicht sieht man es nach dem Backen auch nicht mehr so. So. Ja, das sieht auch schon wieder ein bisschen anders aus, das Gesicht. Naja, dann hat der ja noch einen kleinen Mund bekommen. Da nehme ich jetzt wieder das etwas kleinere und pieke da einfach, weil ich nehme hier wirklich die kleine Spitze, ein kleines Loch rein. Ja, das Gesicht sieht mehr aus wie das Scream-Gesicht aus dem Film, finde ich. Naja, wie gesagt, sieht immer alles etwas anders aus. Jetzt brauche ich wieder meine Pastellkreide, die ich eben schlauerweise weggeräumt habe. Hier habe ich sie aber wieder. Und gebe dann wieder was von der Farbe in die Augenhöhlen rein. Ich mache auch so ein bisschen was drumherum, dass der so ein bisschen vielleicht entsetzter aussieht. Vor Schreck oder was auch immer ihn dahin berufen hat.
Man könnte es jetzt natürlich auch so lassen, dass der einfach nur solche Augenhöhlen hat. Aber der kriegt noch Augen da rein. So. Ich glaube, das reicht erstmal. Jetzt überlege ich gerade, mache ich erst die Augen oder erst die Hände. Ich glaube, ich mache zuerst die Augen. Ich mache mir die Finger hier nochmal ein bisschen sauber. Nicht, dass ich da jetzt noch so viel schwarzes Zeugs von der Farbe dran habe, weil sonst die Augen auch gleich schwarz sind. Das wollen wir ja nicht. Jetzt habe ich wieder von der gleichen Farbe was genommen, von dem Translucent. Und muss jetzt mal gucken, wie viel ich davon brauche. Nur ganz wenig. Und dann nehme ich hier wieder mein Tool zur Hand und gucke mal, dass ich das hier ins... finde ich das Auge zu groß? Ja, ich finde es noch ein bisschen zu groß. Ich mache es nochmal etwas kleiner. Mal ein kleineres Auge. Und dann setzen wir das in die Augenhöhle rein. So. Hat sogar gleich funktioniert. Manchmal bleibt mir das immer dran kleben und dann versucht man da immer 10-mal das Auge da rein zu bekommen. Aber hey, es hat geklappt. So, und dann die andere Seite. Na, machen wir doch noch mal ein bisschen kleiner. So, und dann kommt das da auch rein. Dann hat er noch ein Auge. Man könnte auch nur eins da reinmachen, wie man halt so Lust hat. So. Dann finde ich, braucht er noch Pupillen. Da hatte ich schon mal in meinen anderen Videos gezeigt, da habe ich so kleine, na, vielleicht sollte ich es mal aufmachen, schwarze Kügelchen. Die habe ich mal bei Miniature Sweets, Achtung, unbezahlte Werbung, bestellt. Aber ihr könnt natürlich auch einfach schwarzes Fimo nehmen und das dann da reinmachen. Aber ich mache das immer ganz gern so mit den Kügelchen. So. Dann das wieder weg. Ja, wie gesagt, sieht schon mal ganz anders aus, ne? Als die Vorlage. Ja, seht ihr, hier ist auch überall dieses schwarze Zeugs dran. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ah, naja, ist halt ein bisschen Dreck. genau, jetzt machen wir die Hände noch, damit er sich so ans Gesicht fest. Kann die natürlich auch wieder weglassen oder anders platzieren, wie auch immer. Da genau, mache ich auch einfach wieder so eine kleine Tropfenform, aber mir ist das gerade noch ein bisschen zu groß. Ich halbiere das nochmal. Also wie ihr seht, viel zu viel Farbe. viel zu viel Fimo. Regnet es gerade? Ich mag Regen. So, dann haben wir hier schon mal eine kleine Hand. Drücken wir hier unten ein bisschen an. Dann sieht das nachher aus wie ein kleiner Hühnerflügel. Aber es soll ja eine Hand sein. So. Hand Nummer 1. Hand ist irgendwie kleiner geworden. Ich muss mal gucken, ob das noch so. Na, doch, passt aber. So, so ist das eigentlich erstmal fertig. Jetzt überlege ich gerade, ob ich nicht den Grabstein ein bisschen zu dünn gemacht habe, als dass ich dann da so ein Häkchen reinbekomme, damit man es dann eben als Charme benutzen kann. Aber ich versuche das einfach mal.
Was ihr jetzt hört, ist mein Schreibtischstuhl, weil ich natürlich meine Zange nicht parat hatte. So. Ich mache das immer ganz gerne mit der Zange, dass ich das dann damit so festhalte und dann da reindrehe. Und dann habe ich hier so ein Bake and Bond, heißt das, von Sculpey. Kann ich euch auch einmal unten verlinken. Das ist wie so eine Art Kleber, beziehungsweise, ja, doch wie eine Art Kleber einfach. So, und dann drehe ich das da rein und hoffe, dass mein Grabstein dick genug ist. So, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen kleinen Cut. Ich drehe das da weiter rein, backe das Teil und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Also es hat geklappt mit dem Haken. Es guckt jetzt auch nichts raus oder so von dem Metall. So sieht er nach dem Backen aus. Ist auch immer wieder ein Unterschied. Und wie gesagt, es ist insgesamt schon etwas anders geworden als der erste. Ich würde den jetzt gleich noch lackieren. Das mache ich halt auch immer mit der Zange und mit dem Pinsel, mit dem Fimo Glanzlack. Und dann bekommt er halt auch noch so einen schönen Schimmer wie hier. Und dann hänge ich das auf an so einem Teil, was mal eine Büroklammer war. Das kann man einfach auseinanderbiegen und dann hängt man das da dran. Und kann es halt irgendwo dranhängen, dann kann das in Ruhe trocknen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder sogar über ein Abo. Lasst mir gerne in den Kommentaren Wünsche, Anregungen, was auch immer ihr möchtet da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund.